da dort rein machen. Da haben wir auch schon welche. Perfekt, hierhin will ich. Ich muss noch mal hinterher quatschen. Es ist an der Zeit. Ja, los, auf ins Tal der Verwesung. Los, Walhassak machen, Alter. Das wär's. Kann man schon ein bisschen vorziehen. Das wäre eigentlich extrem cool, wenn du sowas machen könntest. Wenn du dir halt einfach denkst, so, okay, du weißt, wo das Vieh ist, gehst dorthin und greifst es halt einfach schon an. Ob du es schaffst oder nicht, ist ja erstmal dann die zweite Frage. Das würde ich mir halt für das neue Monster Hunter, würde ich mir das echt wünschen. Wäre cool. Wenn du halt näher an diesen Quests, sag ich mal, so gebunden wärst. Sondern dass es halt einfach nach deinem Können so ein bisschen geht, anstatt halt auch nach Ausrüstung und solche Schätze. Da drüben. Was denkst du? Bin zu einem Geil. Also schön. Die Wildexpertin guckt halt einfach durch Fernglas und die setzt nur ihre Brille auf. Müssen gute Gläser sein. Auf jeden Fall. Schau mal. Nemonos wird es erschweren. Pyros hat einfach wirklich eines der geilsten Designs. Für mich zumindest. Ich weiß was. Aber Schlangenviecher waren eigentlich schon immer grundsätzlich die geilsten bei Monster Hunter. Fand ich. Dalamador, geil. Oder auch die andere Schlange, die kriegst du denn gleich. Damit wäre das Problem gelöst. Ja, stark. Prinzipiell hätte die auch einfach die Steine auf den Boden schmeißen können. Wären die ja auch in Flammen aufgegangen. Hey, Partnerin! Kam ein Legioner angeflogen. Das ist bestimmt das, was ich vorhin fast getötet habe. Das ist jetzt hierher geflogen, um zu sterben. Zufall, dass es genau den über mir erwischt hat. Komm schon, zeig, was du kannst. Komm mal her. Sei vorsichtig.
denn hier etwas sauer? Komm schon, ich will diese Gurke haben. Oh, der wird ab. Frechheit. Boah, wie gerne ich mir das für Wilds wünsche, so, dass du halt einfach so Spuren findest von irgendeinem Monster. Deinem Monster-Lexikon wird dir angezeigt, ja okay, das ist das Monster, das taucht zu der Tageszeit auf, so vielleicht. Und dann musst du das halt irgendwie anlocken oder irgendwie sowas im Ort. Das wäre extrem geil. Dich so dann auf die Tageszeiten orientieren müssen und so. Hätte schon wieder. Halt so ein bisschen mehr dieses Jagd. Hilfe, den ist. Pack mal das Kinn, ey. Nee. Ah ja, doch nicht. Da ist er eigentlich. Mann! Ich will aber schon wieder los. Der hat mich noch mitgenommen. Ey, das ist ja. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Achso, ich bin wieder benebelt. Deswegen konnte ich nicht. Nee. Du gehst hier nirgendwo mehr hin. Das ist dein Ende, mein Freund. Der wäre vielleicht auch noch gegangen, ohne Rüstung. Ich weiß halt nur nicht, wie dem sei Schadensoutput bei nicht getragener Rüstung ist. Er hat mich halt auch schon ein paar Mal unangenehm erwischt. Könnte halt auch ziemlich heftig sein. Nö. Au. Boah. Keine Art.
ultimative Frischer. Wollte hier nur in Ruhe sammeln, dann bist du von Insekten erlegt. Oh, und dann gehen wir jetzt nochmal hier hoch. Weil ich nämlich noch was gucken will. Nee, ich bin eine Etage zu weit oben. Glaube ich. Also nicht nur glaube ich, sondern es ist auch so. Oh, hier ist es richtig. Ja. Schade. Hätte ja sein können. Da kommt er ja schon wieder. Eigentlich auch krass, wie schnell die halt respawnen. Ah, dieser Ort ist voll von diesen Schwaben. Atme ihn nicht ein, sonst sinkt deine Gesundheit. Ja. Ist das das Miasma? Vorsicht, nicht anfassen. Lässt sich halt auch einfach machen, so von dem. Hm, ja, nee, fass mal nicht an. Oder atme mal nicht ein. Hm, genau. Seid mal ganz lieb und lasst mich mal kurz noch in Ruhe. Oh, ist noch ein Stück schneller. Noch ein Stück schneller. Okay. Na, wo ist er denn? Hallo! Hey, Partnerin! Wie wär's, wenn wir zur Forschungsbasis zurückgehen und eine Pause einlegen? Nee, ich hau den jetzt weg! Natürlich hat er mich doch erwischt, bevor ich diesen Schlag durchziehen konnte! Ach, diese Unfassbarkeit manchmal. Er spuckt mich an, ey. Du spuckst mich an? Du spuckst mich an? Niemand spuckt mich an. Der Bodycheck des Todes. Zähne stutzen. Nee. Da kommt er wieder. Oh, Rech halt. Gyros setzt Body Slam ein. Es ist nicht sehr effektiv. Mit die Burke. Ja, ich hasse dich auch. Aua. Mit wenig Gesundheit solltest du kein Monster angreifen. Es ist schlauer, halt dich zuerst zu heilen. Das sagt sie mir. Weißt du, die keine Heilung hat von... Was geht mit ihm? Spritzt doch los, wie von der Tarantel gestochen. Das reicht noch nicht, das ist ja unglaublich. Ein Schlag hat natürlich gefehlt. Ja, okay. Cooles Ding.
Aber wir könnten Glück haben, dass von der Erdfrucht hier die Special-Variante da ist, weil das war jetzt schon die zweite, die geglitzert hat. Vielleicht bedeutet das, dass da gerade Karmesinfrucht Bonus ist. Schauen wir mal. Ach nö, ich darf noch nicht. Frechheit. Da bin ich jetzt ein bisschen... Und genau sowas finde ich halt auch schade. Dass du es halt einfach noch nicht darfst, obwohl du es wissen könntest. Tut mir leid, habe ich vergessen. Ihr wart bewusstlos, als ich euch gefunden habe. Ich bin von der ersten Flotte. Ihr könnt von Glück reden, dass ihr noch lebt. Oh, warte mal. Oh, sie muss uns gerettet haben. Vielen Dank, danke, danke. Ich bin nur froh, dass es euch gut geht. Komischerweise, so sehr bedankt die sich nie Fünfte bei dir, Flotte, ne? Richtig? Wenn du deinen Arsch rettest. Was führt euch hierher? Also... Das Bier. Gönnt ihr erstmal. Das ist vom Sora Magdaros? Mal sehen, was ich finden kann. Schon Jahre erforsche ich die Geheimnisse dieses Tals. Und so langsam verstehe ich ein paar Dinge. Jetzt seid ihr dran. Lernt so viel wie möglich über diesen Ort. Beim nächsten Treffen vergleichen wir Notizen. Wie wär's? Ja, wir sind dabei. Gut, man sieht sich. Wunderschön. Lass uns Notizen vergleichen. Will ich gar nicht. Lass mich in Ruhe. Macht das so nach euch aus. Bereite dich gründlich auf die Reise ins Tal der Verwesung vor. Sind wir erst dort? Ja, da gibt's kein Zurück mehr. Ist schon klar. Ich kann nicht einfach auf Quest abbrechen oder Expeditionen beenden gehen. Nein. Wenn wir dort sind, da ist jegliche Verbindung gekappt. Das ist atemberaubend. Die wirken so frei. Also, wie ist es am Grund des Tals? Das kann ich nicht sagen. Zwar wissen wir viel, aber haben nur einzelne Fakten und keine Ahnung, welche Wahrheit sich aus ihnen ergibt. Wir wissen, dass der Sora Magdaros dorthin zieht. Aber warum? Die Welt ist voller Geheimnisse, die uns verzehren. Ja, und köstlicher Geheimnisse, die wir verzehren. Hey, ich glaube, ich habe was gefunden. Also landen wir. Oder auch nicht. Ah!
Ich hab's mir gedacht. Wir haben ihn in seinen Jagdrücken gestört. Wir sollten uns zurückziehen. Aber Hauptsache hätte ich mich halt vorbereiten sollen, bevor ich zum Tal der Verwesung gehe. Da kommt eine Cutscene und dann bist du wieder hier. Es gibt ja eigentlich kein Zurück. Gut. Lange gedauert, dieses kein Zurück. Grüße. Grüße. Katze, los geht's. Langsam und vorsichtig. Langsam und fürchterlich. Was? So, jetzt hau ich dich weg. Jetzt sollte das aber auch kein Problem mehr darstellen mit der Waffe und der Rüstung. In unserer Mini-Kantine hier gibt es... Wir müssen den Weg freimachen, damit wir zum Grund des Tals der Verwesung fliegen können. Okay. Wähle das Lager auf der Bin dir schon einen Schritt voraus, Mann. Bin ich schon dort, da bist du, hast du ja mal ausgesprochen. In unserer Mini-Kantine hier gibt es Essen, das dich für die Jagd stärkt. Ja, genau. So. Dürfte ja gleich wieder runterkommen, der Kollege. So, im Normalfall zumindest. Boah, kam ja noch eine Videosequenz? Boah, es ist so lange her. Kann ich da echt... Ja, alles entziehen. Nimm jetzt... Willst du mich verarschen? Wann ist denn der an mir vorbeigezogen?
Mitte. Kleinere Mal. Nee, hat ja noch einen. Legen Sie sich mal hin. Jedes Mal. Nur bei dem letzten Schlag, da schaffen sie es doch abzuholen. Ey, wirklich. Aber Hauptsache die am Hitboxen, wo sie dich immer treffen, obwohl sie dich nicht treffen. Sag aus, wenn die einfach nur ausgerutscht wäre. Okay, jetzt können wir zum Grund des Tals der Verwesung. Los, zurück zur Forschungsbasis. Sag ja, mit der Rüstung und dem Schwert geht das dann alles ein ganzes Stück einfacher und schneller. Aber gut, wenn man halt auch mal sich ein bisschen dran gewöhnt hat, an den Kampfstil geht's hoch. Aber die Waffe macht halt viel aus, wie oft ich die damit halt zurückgeschlagen habe und so. Wie unglaublich. Okay, es ist soweit. Gehen wir runter zum Grund des Tals. Hier, oder? Nee. Hier. Was? Was willst du? Schade, nichts zum Abgeben. Es ist an der Zeit.
Was kommt jetzt gleich? Odogaron? Ja. Irgendwo hier unten müssen Spuren vom Sora Magdaros sein. Ich glaube, ich weiß jetzt, was das Teil auch ein sehr, sehr geiles Monster. Also, das ist auch designtechnisch einfach nur. Muah. Einfach nur edel. Sieht zwar aus, als hätte das Vieh einfach keine Haut oder kein Fell oder whatever. Und als wenn das einfach gegen dich fightet mit seinem bloßen Fleisch am Körper, aber ja. Warte, ich will auch mit. Ja, warum? Nichts kann uns aufhalten. Niemand braucht dich. Hier! Du hast das auch herausgefunden, oder? Ich meine, was das Tal der Verwesung wirklich ist. Ist das eine Säurelache? Herrje, nicht anfassen! Sora Magdaros Schiss. Ich weiß, dass wir am Talboden sind. Aber was ist mit dem Sora Magdaros geschehen? Er kann sonst nirgendwo hin. Er hat Flügel gekriegt und ist davon geflogen. Wir sollten uns trennen und umsehen. Schreit die eigentlich mich an? Nicht anhalten! Rennt weiter! Bisschen einnebelt. Mit scheiße Kapseln. Nein, sie kann dieses Ding nicht aufhalten. Wir müssen ihr helfen. Ich höre immer wir. Hoffentlich ist sie okay. Schade, nicht die Superfrucht. Wäre doch zu schön gewesen. Hallo, nimmst du das mal mit? Wenn ich schon drücke. Hallo. Schiebt er mir einfach zur Seite. Der Spitze. Nee. Gönn dir Wand, Mann. Scheiße.
Dass sie dich immer daran hindern können, wenn du halt einfach gerade diesen letzten Schlag durchziehen willst. Aue! Die Attacke hin. Ah! Erwischt. Wir wollen doch bloß mit dir Gassi gehen. Luffy! So, das Monster ist müde. Halt die Klappe. Manni, weißt du, dieses Prinzip ist ja eigentlich bei jedem Monster das gleiche. Aber der fängt dann erst nach dem 10. Monster an, dir irgendwelche Tipps zu geben, mit Anführungsstrichen. Nicht. Oh, knapp. Dachte gerade, die erwischt mich noch. Dreckswespen. Wie Mücken im echten Leben. Einfach Bastarde. Oder Wespen. Einfach Wespen eins zu eins in diesem Spiel nachempfunden. Außer dass Real-Life-Wespen dich nicht leben. Schnell agiert. Boah, hat mich doch immer getroffen. Ja, so cool. Muss er halt einfach nochmal eskalieren. Teile brechen. Oh, das war's. Diesmal konnte mich wenigstens nicht mit dem Schrei abhalten. Da waren wir schon oder kurz davor. Ich hab schon wieder gesehen, der mit seinem Arsch gewackelt hat, um den Schrei hervorzuholen. Klingt auch irgendwie falsch, oder? Machtzahn.
Hätten wir schon fangen können, warum hast du das nicht getan? Oh, egal, jetzt, ne. Komm, Bill, was geht noch? Ah, schreib mich doch nicht an, ich weiß es doch auch nicht. Ich gehe noch einmal nach ihr suchen. Ja, mach mal. Wenn nein, du stirbst, ist mir egal. Es geht dir gut. Oh, ich hatte solche Angst. Alles in Ordnung. Tut so, als wenn die sich ja schon 10 Jahre kennen oder so. Ich bin froh, dass du nicht verletzt bist. Danke. Ich wollte mich verstecken, bis er weiterzieht, aber du hast mir die Mühe erspart. Na komm. Ey, ohne Scheiß. Jetzt, das ist so übertrieben. Sorry, nicht so ungut. Wir hatten eine Abmachung, weißt du noch? Habt ihr möglichst viel über das Tal erfahren? Jetzt erzählt mir alles. Was habt ihr da draußen gefühlt? Von den, keine Ahnung, 2 Minuten, ich die wir da draußen waren? Ich glaube, die Monster kommen zum Sterben ins Tal. Es ist ihr Friedhof und diese ganze Region ist ein riesiges dazugehöriges Ökosystem. Kommt mit. Katze. Du hast recht. Die Monster finden ihre letzte Ruhe im Tal. Sie spüren ihr Ende und ziehen hierher. Ihre Kadaver werden zu Nährstoffen für das Korallenhochland. Aus dem Tod entsteht neues Leben, das am Ende des Zyklus zum Tal zurückkehrt und wieder stirbt. Es ist ein ökologisches Wunder. Eines, das jedes andere in den Schatten stellt. Ja. Aber habt ihr euch je die eine wichtige Frage gestellt? Wie lautet sie? Wer ist das Kernstück? Welches Monster könnte als Nährstoff für ein derartig großes System dienen? Was ist das Geheimnis hinter der Ältestenwanderung? Ihr kennt die Antwort. Sie sind das Kernstück. Bingo, der Tod eines Ältesten ist der Katalysator. Das Tal ist die Ruhestätte vom Zora Magdaros. Zumindest sollte es so sein. Die Hinweise sind alle hier, doch der Zora ist nirgendwo zu finden. Er hatte eine Menge Energie in seinem Körper gespeichert. Wollte er sie irgendwo hinbringen? Weiß ich nicht. Aber ich weiß, wer es wissen könnte. Die ersten Viverianer leben hier schon viel länger als wir. Findet sie. Seht, es regnet Leben. Könnte ich doch nur weitere 300 Jahre leben. Vielleicht würde das gerade ausreichen, um das Ende dieses Wachwechsels zu sehen. Freunde, ihr beendet das. Ich möchte noch etwas hier bleiben. Sehen, was der Tod gibt und das Leben bringt. Jo. Rosa Schneeflocken. Oh, schönes Endbild. Kann man machen.
Ach ja, ist schon immer wieder geil, dieses Spiel. Das kann man irgendwie gefühlt noch so oft zocken, aber es macht trotzdem immer wieder Spaß. Obwohl man alles kennt. Gut, dich zu sehen. Ich hoffe, dass das dann bei Monster Hunter Wilds genauso ist, ey. Du schaffst das! Vielleicht können uns die ersten Viverianer sagen, wo der Sora Magdaros ist. Lebenskraftmantel. Hallo. Nee. Alles klar? Oh, alles klar. Jetzt geht's rein. Nein. Ah, na gut, obwohl, doch. Oh, du bist's. Nein, doch. Ah, nee. Gib mir das. Oh, ganz genau. Cool, ein paar können wir auf jeden Fall gleich schon abgeben. Das ist sehr, sehr gut. Erstmal quatschen wir alle an und dann gucken wir mal. Hart am Arbeiten. Ja, hart am Arbeiten. Och man. Hart am Arbeiten. Ja, vielleicht können wir. Ich denke, wir werden jetzt relativ viel los gleich. Sehr, sehr gut. Bekommen. What the heck, was war das denn? Das ist unglaublich! Alter, ich hab doch gerade mit dir geredet. Oh. Guten Tag noch! So. Wunderort, Mantel. Ich glaube, meine Kopfhörer. Der ist, glaube ich, bald der Akku leer. Deswegen machen wir das noch schnell und dann verabschiede ich mich erstmal wieder für diese Geschichte. So, das auf jeden Fall. Oh, weg damit. Beschleunigt noch sehr gut. Erntetruhe war das sehr gut. Zutat. Und das war's dann. So. Und dann verabschiede ich mich auf jeden Fall erstmal wieder für diese Runde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Monster Hunter World. Macht's gut. Thank you.